Willkommen bei einer neuen E-Mountainbike-Tour auf meinem Kanal. Heute war es eigentlich geplant, mit Alex zusammen an die Mosel zu fahren und dort eine richtig spannende Trail-Abenteuer-Tour zu fahren. Aber die aktuellen Wetterbedingungen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht, weil es so regnerisch ist, sondern weil es einfach viel zu heiß ist, diese anspruchsvolle Tour zu fahren. Aber die Alternative heute wird wahrscheinlich nicht weniger spannend, denn wir sind zu dritt im Pfälzerwald unterwegs. Schön schattig, mit richtig spannenden Trails, die ich bisher noch nicht kenne und mal wieder in einer kleinen Gruppe unterwegs. Das verspricht auf jeden Fall eine richtig spannende Sache zu werden und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt einfach mit aufs Bike. Wir brauchen uns auch nicht im Eco heute abzuquälen. Kein Eco? Kein Eco. Ja, noch geht's. Nein, unser Plan war ja heute die unendlichen Mosel-Trails, aber wetterbedingt und konditionsbedingt mit deinen 1800 geplanten Höhenmeter. Ja, das war schon eine bisschen größere Tour. Aber wir hatten auch zwei Akkus am Rad eingeplant. Aber bei über 30 Grad hilft das dann auch irgendwann nicht mehr. Deswegen dachten wir dann, Pfälzerwald wolltest du mal wieder? Genau. Lange nicht mehr hier gewesen und vor allen Dingen haben wir hier Schatten. Wenn wir jetzt an der Mosel gefahren wären, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Und hier gibt es immer noch so viel zu entdecken für mich. Das finde ich immer wichtig. Ja, heute nur so entspannte 35 Kilometer und gab über 1000 Höhenmeter. Aus den 1000 Höhenmeter werden noch eh wieder 1300 bei uns verfahren. Verdammt, er kennt uns. Nicht unrealistisch. Also ist heute wirklich so, wir fahren hoch, Trail runter, hoch, Trail runter, hoch, Trail runter, Pause, hoch, Trail runter, hoch, Trail runter, Auto. Merkst schon einen Unterschied bei der Gabel? Fazit zum aktuellen Gabelservice kommt auf jeden Fall am Schluss der Tour oder zumindest mal nach dem ersten Trail. Let's go. Noch bleibt jetzt meine Bremse. Schön dunkel hier. Langsam kommen die Änderungen an den Trail hier wieder. Ja, so viel ist so. Ich bin langsam. Da bin ich deutlich langsamer unterwegs als der Björn. Und wie immer, ganz wichtig, mein eigenes Tempo fahren. Die Gabel tut endlich nach dem Service wieder das, was sie soll. Ja, der Bock auf den Trop hier hat. Oh weh. Ja, Pfälzerwald macht schon Laune. Oh, falsch. Egal. Hätten da runter gemusst. Das wäre ihr Preis gewesen. Aber egal, wir können doch da vorne weiterfahren. Oh, jetzt habe ich gerade gedreht. Das war doch der Plan, oder?
lustige Wege runter und entspannte Wege hoch. Ich meine, wir könnten ja auch immer für den Spaß nur Trails hochfahren und dann haben wir keinen Bock und fahren nur auf das Asphalt runter. Eigentlich war ich ja froh, dass die nasse Zeit ein bisschen vorbei ist, damit ich den klapperten Mattgard nicht weiter benutzen muss. Aber heute habe ich ihn halt wieder drauf gemacht. Hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber jetzt ist es halt so und es klappert wieder. Ja, die Gabel arbeitet wieder richtig gut. Alex hatte ja den Service gemacht vor ein bisschen mehr als 2 Wochen, glaube ich. Ups. Okay. So. Warte, hab's im falschen Winkel angefahren. Nö, mache ich nicht, weil der Stein im Weg ist und da mache ich im Zweifel einen Abgang. Ja, da die Kurve zu bekommen, das kriege ich nicht hin. Ich bin gerade eben hier runter und das war dann schon... Das ist schon sehr steil und wenn ich den Stein nicht korrekt treffe, dann ist es halt auch blöd. Das sind so die typischen Pfälzerwald-Ein- und Ausstiege, die sind immer ein bisschen heftiger. Ja, nicht schlimm, da mal was auszulassen, weil manche Treppen sind halt auch einfach richtig bösartig. Insbesondere, wenn die letzte Stufe im Grunde genommen ein Drop ist, in den nächsten Stein rein. Das muss nicht sein. Ja, das war schon die richtige Entscheidung, hier uns vorfahren zu lassen. Ich bin hier dann doch nicht immer ganz so schnell unterwegs. Insbesondere, weil ich merke, dass, glaube ich, meine Pins an den Pedalen so langsam fertig sind. Gut gerettet. Das droppe ich nicht. Die letzte Stufe wäre mir dann doch ein zu krasser Drop gewesen. Egal, Hauptsache heil unten angekommen.
Wir fahren aber, glaube ich, die letzten zwei Abschnitte von dem Wanderweg hoch, weil du ja auch ein paar Trails hochfahren wolltest. Ja. Yep. Ein kleines bisschen Abenteuer muss ja dabei sein. Genau. Und da Herr E-Bike-Amateur ja unbedingt ein paar Trails hochfahren wollte, fahren wir jetzt ein paar Trails hoch. Wir haben doch auch erst, aber wir haben nur 23 Grad heute. Geht sogar, ja. Aber Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich. Ja, wegen dem Gewitter gestern ist es wirklich ziemlich feucht und das macht die Sache natürlich anstrengend. Aber nur Forstwege fahren, also muss nicht sein. Das ist genau mein Ding. Turbo und gib ihm. Turbo, was? Ja. Eco. Boah, da halte ich nicht mit Turbo. Alex im Eco-Modus ist schon brachial. Weiter hoch. Wie er wegzieht. Die großen Beine. Viel Watt treten und dann den großen Akku ausnutzen. Ah ne, warte, du hast den großen Akku. So viel Eigenleistung könnte ich nicht in 100 Jahren bringen. Hier merkt man noch, dass es ordentlich feucht ist. Halbzeit vom Akkustand. 68. 55. 50. Und was sagst du zu den Trails? Die machen richtig Laune, ja. Das ist genau mein Ding. Und die Uphill-Trails haben mir auch gefallen. Ja gut, davon gibt es hier natürlich genug. So viele, wie man will, ja. Ja, hier kannst du fast alles hoch und runter fahren. Es gibt immer genug Linien. Selbst wenn man runter in Drop ist, kommst du trotzdem hoch dran vorbei. Es ist nie so, dass es irgendwo gar keinen Weg gibt hoch. Warum fahren wir so langsam? Hat das einen Sinn? Du hast ja Kraft in deinen Beinen. Euer Boden hier, der zieht aber ganz schön, ey. Der hat extremen Rollwiderstand, ja. Sagt ihr Leichtgewicht, das glaubt ihr, wie ich mich hier drin versinke. Treibsand für mich. Und Gabel läuft, ja? Sehr gut, ja. Absolut spürbarer Unterschied. Für deine Ankunft, die federt ja gar nicht hier. Und deine reagiert zumindest ein bisschen. Bei Björn gar nicht. Das ist natürlich nicht ausreichend, aber ich kann mir vorstellen, dass das so oder so ähnlich bei mir auch war. Ja klar, mit viel Gewicht. Es geht ja um das tolle Wort Losbrechmoment, was bei dir nicht vorhanden ist. Ich war hart, nicht hart Tail, sondern hart hart. Bist ja auch ein harter Junge. Ja, hier geht es jetzt 1,3 Kilometer leicht erstmal zur Hälfte hoch und dann geht es schön runter und dann sind wir an der Pfälzer Waldhütte. Das heißt, ich muss jetzt langsam an Essen denken, dass ich Hunger habe, wenn wir da sind. Thank you.
Ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht wie schon mal hier. Ich habe mir eine Currywurst bestellt mit Pommes. Gab es natürlich zwei Würste. Ja, nach einer schönen Pause in der Pfälzerwaldhütte geht es weit auf die nächsten Trails. Und eigentlich wollte ich meinen Mudguard ja irgendwie an den Rucksack packen, hab's dann jetzt aber doch vergessen. Hier ist es immer noch ein bisschen nass nach den Gewittern gestern. Zögert. Was haben wir hier? Hey, der Alex hat hier auch gestanden. Genau deswegen war ich irritiert. Fahr einfach. Ich wollte zuerst links runterfahren, dann dachte ich, nee, ich fahre immer. Ich möchte mal geradeaus, dann war ich zu langsam und an der Wurzel vor dir ist mein Hinterrad weggerutscht. Oder ihr schiebt einfach. Nee, ich fahre das. Ich war nur irritiert, weil du da gestanden hattest. Ja, was ist, wenn ich hier diese zwei Steinstufen nehme? Ich glaube, das ist sogar einfacher. Ja. Ah, schön hier. Wie sagst du immer? Idyllisch. Genau. Findest du es auch hier auch schön idyllisch? Ja, fast wie zu Hause. Noch ein bisschen besser. Gönnst dir wieder Turbo? Ja, was auch sonst. Hast doch recht. So gesagt, wir müssen gleich rechts runter. Ah, rechts sind Dornen. Links. Ja. Wie weit bin ich mitgekommen, gell? Wups. Das ist blöd. Ja, mit Thumbnail ist nichts. Er fährt einfach weiter. Machen wir zu zweit. Da vorne an dem Großen, oder? In der Mitte? Mein Fahrrad steht halt irgendwie ein bisschen scheiße. Das Vorderrad sieht zu riesig aus. Okay, steil. Das mag ich ja sehr im Pfälzerwald. So diese Büsche, die den Boden bedecken und die sandigen Trails dazwischen. Okay, Uphill Challenge.
Yes, das macht Spaß. Und er hat einfach zu viel Energie, oder? Ja. Ich fahre einfach. Gott. Welche Linie, welche Linie? Gucken wir mal. Irgendwas geht. Nee. Stehe 2 Meter weiter. Wunderbar. Wir machen jetzt noch die Bonusrunde. Für Spurrillen. Ui, da kriegen wir noch mal richtig was geboten auf den letzten Metern. So genau euer Ding. Technisch, oder? Langsam technisch. Langsam technisch ist gut. Wenn es jetzt nicht gerade so todessteil ist. Rein. Wurde versprochen, langsam und technisch. Also passt das doch eigentlich für mich. Boah, ist der Trail hier ausgebombt. War es technisch genug? Ja, vor allen Dingen langsam genug. Also das macht schon Spaß so. Insbesondere da, wo man dann auch diese ganzen Spuren verlassen kann. Oh. Rechts kann man rollen. Ja. Oder? Es kommt noch nach. Müsste gehen. Ja, das geht, auf jeden Fall. Oder? Ja. Bin ich tatsächlich mit dem Fuß hängen geblieben, anstatt mit dem Motor. Ich habe natürlich mal wieder total vergessen, ein Outro vor Ort einzusprechen. Ich glaube, das passiert mir öfter mal, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin.
Dieser Tag hat mir mal wieder gezeigt, wie großartig der Pfälzerwald als Mountainbike-Region doch ist. Hier war wirklich alles mit dabei, von flowigen Trails bis hin zu technischen und verblockten Abfahrten. Und vor allen Dingen musste man noch nicht mal wirklich lange auf Forstwegen unterwegs sein, um zum nächsten Trail-Einstieg zu kommen. Das macht richtig Spaß, aber vor allen Dingen Lust auf mehr. Und ich war in diesem Jahr nicht nur einmal im Pfälzerwald unterwegs, sondern habe noch weitere Tourenvideos in dieser tollen Region aufgenommen, die ich euch bald zusammenschneiden und hochladen werde. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis bald, euer E-Bike-Amateur.